Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die ersten 10 Tage vom Dhul-Hijjah, dem Monat, in dem wir uns jetzt gerade befinden, und heute ist bereits der 7. Tag, die besten Tage bei Allah Ta'ala sind. Die allerbesten Tage. Und in diesen Tagen soll man so viel Gutes wie nur möglich tun, liebe Geschwister. So viel Gutes wie nur möglich. Wir befinden uns also in einer intensiven Zeit. Falls wir sie verschlafen haben, liebe Geschwister, mögen wir uns vornehmen, die nächsten Tage zu den besten Tagen unseres Lebens zu machen. Angefangen von innen, abgeschlossen im Äußeren. Dass wir im Inneren bei uns aufräumen, ausmisten und Reinigung betreiben. So eine Art Frühjahrsputz. Ja? Und sehr viele gute Taten auch nach außen tragen, andere dazu einladen, damit wir auch von deren guten Taten profitieren. Denn der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der zum Guten einlädt, bekommt denselben Lohn wie derjenige, der das Gute durchgeführt hat. Und zwar ohne, dass es dort eine Schmälerung an Lohn geben würde. Weil in der Welt ist es ja so, es gibt ein Budget und einer möchte diesen Lohn für sich beanspruchen und wenn er andere teilhaben lässt an der Arbeit, muss er ihnen auch eine Provision geben, oder? Das heißt, das, was für ihn am Ende, also was für ihn vorgesehen war, wird weniger. Aber bei Allah Ta'ala ist dies nicht so. Bei Allah Ta'ala kriegt jeder, wie gesagt, diesen voll versprochenen Lohn. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass man in diesen Tagen oft La ilaha illallah sprechen möge. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott, keinen wahren Gott außer Allah. Und Allahu Akbar. Allah ist größer, größer als alles, was wir uns vorzustellen vermögen. Und Alhamdulillah, alles Lob. Jeder Dank gebührt Allah. Der Dank ist im Lob eingeschlossen. Weil loben tut man jemanden aufgrund seiner Eigenschaften. Aber danken tut man anlässlich einer Wohltat. Die ist also in dem Sinne zeitlich und themenspezifisch begrenzt. Man kann auch jemandem danken, der einem ansonsten auch Übles tut. Aber für diese eine Sache ist man dankbar. Ja? Aber alles Lob gebührt Allah. Allah, Alhamdulillah, bedeutet ihn für seine Eigenschaften zu loben, für seine makellosen und für sein Perfektsein in diesem Sinne, im unvergleichlichen Sinne. Und darin ist dann auch Dank mit eingeschlossen, liebe Geschwister, für alles, was Allah Ta'ala uns jemals gegeben hat und auch noch geben wird. Allahumma Amin. La ilaha illallah, Allahu Akbar und Alhamdulillah. Warum sind diese Tage so besonders, liebe Geschwister? Diese Tage sind im Koran erwähnt. Allah Ta'ala sagt am Anfang der 85. Sure: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ. Allah Ta'ala erschwört beim Himmel mit den Sternbildern. Ich war vor einigen Tagen in der Schweiz, habe dort eine muslimische Gemeinde besucht und wir haben wunderschöne Tage miteinander verbracht. Und eine sehr bergige Region, fernab von der Stadt. Und subhanallah, wenn ihr euch den Sternenhimmel betrachtet, es ergreift. Immanuel Kant sagte auch, der Sternenfirmament, der Sternenhimmel und das moralische Gesetz in mir verweist auf Gott. Zwei Zeichen Gottes, eins in uns selbst gelegt, ja, das moralische Gesetz, das, was jedem Menschen eingegeben wurde, Al-Fitra, und der Sternenhimmel. Und Allah Ta'ala erschwört bei diesem Sternenhimmel, wohl wissend, dass er seine Schöpfung so geschaffen hat, dass sie davon beeindruckt sein muss. Und er schwört weiter beim angedrohten, beim versprochenen Tag. Und das ist, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Tag der Auferstehung, der letzte Tag. Und beim Zeugen, und das ist der Freitag, weil er bezeugt, wer zum Freitagsgebet geht. Und beim Bezeugten,
Und das ist der Tag, den wir Montag feiern werden. Der Tag, an dem wir, Verzeihung, das ist Sonntag, übermorgen, der Tag, den wir in dem Sinne feiern werden, als dass wir sehr viele Bittgebete sprechen werden und dass wir inshallah auch fasten werden. Das ist der bezeugte Tag von Arafah. Und Allah Ta'ala, er schwört weiter in der 89. Sure, Wal-Fajr, bei der Morgendämmerung. Wal-Layalin-Ashr, bei den 10 Nächten. Und Ibn Abbas und andere von den kenntnisreichen Prophetengefährten, Allah Ta'ala möge mit allen zufrieden sein, er sagte, dies bezieht sich auf diese 10 Tage. Dies bezieht sich auf diese 10 Tage. Und nach Ibn Kathir ist dies auch die richtigere von 2 möglichen Auslegungen, weil andere beziehen dies auf die 10 Nächte vom Ramadan. وَالشَّفْعِي وَالْوَطَرِ. Und beim Geraden und beim Ungeraden. Und das Gerade bezieht sich auch auf den Montag, den Tag unseres Opferfestes. Und das Ungerade auf den übermorgigen Tag, auf den Tag von Arafah. Das sind die Ehrungen, die diese Tage bei Allah Ta'ala bekommen haben, liebe Geschwister. Das ist unsere Saison. Das sind die Tage, wo unser Herz erbebt, wo wir uns freuen, wo wir in einen anderen Zustand geraten, wo wir versuchen, ja, das Beste aus uns herauszuholen. Eine Intensivzeit. Die Studierenden kennen das vom Lernen, die Arbeitenden kennen das vor Jahresabschluss oder kurz vor Auftragsabwicklung, die Sportler kennen das in der Vorbereitungsphase auf den Wettkampf. Und alle Menschen sollten es kennen in Bezug auf Allah Ta'ala. Und wir Muslime sollten es praktizieren, da wir es wissen oder zu wissen haben. Im Sinne von, Unwissen ist nicht entschuldigt, weil man war aufgefordert, nach Wissen zu streben. Und es war einem leicht zugänglich. Und man hatte ja davon mehrfach über mehrere Wege gehört. Ein Tag, liebe Geschwister, der übermorgige Tag, dessen Bedeutung auch von Nicht-Muslimen erkannt wird. Eine Gruppe von Juden kam zu Omar, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, und adressierte ihn, O Führer der Gläubigen. Das war sein Titel gewesen, auch wenn sie ihn für nicht rechtgläubig in ihrem Sinne betrachtet haben, so war er doch der Führer der Gläubigen im Sinne von, das war sein Titel gewesen. Und bei Allah ist er der Führer der Gläubigen, radiyallahu anhu. Sie sagten, es gibt bei euch einen Vers im Koran. Wenn er zu uns offenbart worden wäre, hätten wir den Tag seiner Offenbarung als Fest genommen. Und Omar, er fragte, welchen Vers meint ihr? Es ist der Vers in der 5. Sure, der 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, vervollständigt und meine Gnade an euch vollendet. Und ich bin zufrieden damit, dass der Islam eure Religion ist, die Gottergebenheit. Goethe dichtete, wenn Islam Gottergebenheit heißt, so leben und sterben im Islam wir alle. In Anlehnung auch an die koranische Bedeutung, dass wir uns so oder so Allah Ta'ala zu ergeben haben. Als die Himmel angesprochen worden sind, und ich meine auch die Berge, es ist eine koranische Passage, kommt ihr freiwillig oder widerwillig? Ja, im Sinne von, wir haben nur einen bestimmten Rahmen, aus dem kommen wir nicht heraus. Ob wir ungehorsam sein wollen in einem bestimmten Rahmen oder gehorsam sein mögen in einem bestimmten Rahmen, aber dieser Rahmen letztendlich bedeutet, widerwillig entweder Gott ergeben sein zu müssen und Konsequenzen der Ablehnung tragen zu müssen oder aber freiwillig sich Allah Ta'ala zu ergeben. Und wir haben die Möglichkeit, Alhamdulillah, es freiwillig zu tun. Und Omar, er antwortete, radiyallahu an, er antwortete, wir wissen, an welchem Tag er herabgesandt worden ist und wir wissen auch, an welchem Ort er herabgesandt wurde. Nämlich ist es quasi der übermorgige Tag, der Sonntag, damals ein Freitag gewesen, bei Arafah.
im Rahmen der Pilgerfahrt. Subhanallah. Und das ist der übermorgige, großartige Tag. Der übermorgige, großartige Tag. Was ist an diesem Tag noch passiert, liebe Geschwister? Wir gehen noch weiter zurück in die Geschichte. Noch weiter zurück in die Geschichte. Nicht nur 1400 ja, und ein paar und 30 Jahre. Wir gehen zurück bis zu Adam alayhi salam. Aber noch nicht mal vor seiner Erschaffung, hier muss man aufpassen, man kann nicht sagen Geburt. Ja? Man könnte sich also versprechen und sagen seine Geburt. Aber Adam alayhi salam ja, ist nicht geboren. Khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah Ta'ala hat Adam gemäß seinem Bild geschaffen. Nämlich gemäß dem Bild von Adam. So in der quasi Endversion. Er hat keine Geburt, Kleinkind sein, diese Stufen hat er nicht durchlaufen. Wir gehen zurück, bevor er erschaffen wurde. Im Sinne, oder als er erschaffen wurde, aber noch nicht in dem Sinne zum Leben erweckt wurde. Er war quasi noch im Jenseits, in diesem Sinne. Und Allah Ta'ala hat aus ihm heraus alle Menschen herausgenommen. Weil wir kommen alle unleugbar, ja, selbst wenn man eine atheistische Weltanschauung hat, unleugbar kommen wir doch alle von zwei Menschen ursprünglich. Das kann man nicht leugnen. Ich wüsste nicht wie, oder ich wüsste nicht, dass es getan wird. Und subhanallah, Allah Ta'ala hat alle Menschen, alle Lebewesen, die bis zum Tage des Gerichts, also alle menschlichen Lebewesen, die bis zum Tage des Gerichts, werden das Licht dieser Welt erblicken, herausgenommen aus Adam alayhi salam, und sie adressiert und sie angesprochen. Und wir haben dies gehört. Wir haben die Stimme Allah Ta'alas, die natürlich unvergleichbar ist. Also wir haben sein Wort gehört, liebe Geschwister und liebe Mitmenschen. Gerne haben wir Gäste und regelmäßig haben wir Gäste, liebe Geschwister und Mitmenschen. Was sprach Allah? Alastu bi Rabbikum. Das waren die ersten Worte, die wir gehört haben, liebe Geschwister. Allah Ta'ala uns direkt ansprechend. Ist das nicht erstmal eine Ehre? Halten wir mal an. Ja, wir wachsen auf mit der islamwissenschaftlichen Definition, ja, dass Propheten, dass Allah Ta'ala ihnen offenbart hat, zu ihnen gesprochen hat. Damit wachsen wir auf und das ist natürlich korrekt. Aber subhanallah, bevor die Propheten das Licht dieser Welt erblickt haben, hat Allah Ta'ala einem jeden Menschen die Gnade gegeben, das Geschenk gegeben, sie angesprochen zu haben. Mit den Worten, Alastu bi Rabbikum. Bin ich nicht euer Herr? Was waren unsere ersten Worte? Nicht ausgesprochen, ja, über Stimmbänder und Zunge. Vielleicht auch noch nicht mal vom Schall getragen. Was waren unsere Worte? Bala, oh doch. Wir haben dies bestätigt. Shahidina, wir bezeugen das. Und dieses Leben, liebe Geschwister, ist nur die Möglichkeit, unsere Antwort umzusetzen. Mehr nicht. Es ist nicht das Endziel aller Dinge. Deswegen sind alle Verwundungen, die wir hier erhalten können in der Seele, am Körper, an unserem Geldbeutel. Alles bedeutungslos, ohne jegliches Gewicht. Dieses Leben ist dafür da, nach Bala zu leben. Doch, so ist es. Wir bezeugen. Und das fand auch statt am Tag von Arafah. Allah Ta'ala hat die Zeitrechnung in dem Sinne bereits schon erschaffen gehabt. Subhanallah. Das heißt, der Tag, an dem unsere Religion vervollständigt, vollendet wurde, der Tag, an dem wir einen Vertrag mit Allah Ta'ala eingegangen sind, dass wir dieses Leben dazu nutzen werden, gemäß unseren ersten Worten, Bala, ja,
Und ist es nicht so, dass das oft von Kindern wiedergegeben wird, ja? So oft das B und das L relativ leichte Buchstaben im Vergleich zu anderen und relativ in den meisten, also relativ häufig vorkommt, weltweit. Wäre mal interessant, gibt bestimmt Sprachwissenschaftler von uns hier, ja? Erforscht das B und das L in den anderen Sprachen. Ich meine, sie kommen in fast allen Sprachen vor. Ja, ich glaube, beim R gibt es ja eine gewisse Volksgruppe, die mit dem R ein bisschen Schwierigkeiten hat, aber ich glaube, das B und das L, ja, kommt bei allen Völkern vor. Bala. Zwei besondere Tage also, derer wir zu gedenken haben, übermorgen. Und das tut man am besten in einem fastenden Zustand, indem man sich von der Welt entfernt, indem man sagt, nee, Essen, Trinken ist jetzt nicht. Damit meine Seele sich auf das Jenseitige auch konzentrieren kann. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er versprach, dass der oder diejenige, die an diesem Tag fastet, oder er sagt, er erhofft sich, aber ja, wir wissen die Wünsche vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie sie bei Allah Ta'ala angenommen werden. Ja? Er erhofft sich, dass die Sünden eines vergangenen Jahres und eines kommenden Jahres durch dieses Fasten vergeben werden. Das ist eine große, große Gelegenheit. Deswegen stellt euch den Wecker, ja, damit ihr eure gesegnete Mahlzeit vor dem Beginn des Morgens einnehmt, um einen schönen, ja, Fastentag genießen zu können. Ja, und wir haben den Ramadan, alhamdulillah, schaffen können mit Allah Ta'alas Hilfe. Diese Zeiten jetzt, die fordern uns körperlich nicht heraus. Was können wir tun, liebe Geschwister? Wir sprachen davon, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, man soll viele gute Taten machen, denn dies sind die beliebtesten Tage bei Allah Ta'ala. Und viel La ilaha illallah sagen und viel Allahu Akbar sagen und viel Alhamdulillah sagen. Was können wir weiteres tun? Liebe Geschwister, wir können schlachten, wenn wir schlachten können. Wenn wir nicht ein Opfertier darbringen können, aufgrund von verschiedenen Umständen, dann können wir spenden. Ja? Dann können wir spenden. Ich selbst habe heute bei Muslime helfen gespendet, ein bekannter, gemeinnütziger Verein. Die Leute sind uns in Deutschland seit Jahren bekannt, die Gründer sind uns bekannt. Ein anderer sehr bekannter Verein ist Islamic Relief. Ja, beide sind gemeinnützig, beide sind bekannt. Ja? Ich habe beispielsweise Bekannte und Freunde muss ich eigentlich nur sagen, ich habe dort nur Freunde, die dort arbeiten und ich weiß, wie viel sie verdienen, weil das kriegt man dann irgendwie dann so mit, halt sind halt Freunde, aber ich werde jetzt die Zahlen nicht herausgeben und ich weiß, was sie auf dem freien Markt bekommen könnten. Mindestens noch mal die Hälfte dazu, mindestens. Ja? Aber die Baraka, die mit dieser Arbeit verbunden ist, ja, die gibt es auf dem freien Markt so nicht. Und deswegen entscheiden sie sich für die Baraka. Und das sind top qualifizierte Leute. Ja, nicht, dass ihr denkt, das sind irgendwelche Leute, die haben irgendwie kamen in der Schule nicht richtig klar und dann haben sie bei Islamic Relief oder Muslime helfen angefangen. Nein, top Leute, kann ich euch sagen. Ja? Damit die Qualität der Arbeit garantiert ist und die Professionalität. Und wenn man dorthin spendet, auch liebe Geschwister, in diesen Tagen, man weiß, sehr viel vom Geld kommt an. Warum? Weil wenig für die eigene Verwaltung gegeben wird. Das ist der erste Punkt, weil sind voll überzeugte Menschen, ja? Das zum einen und zum anderen, sie haben sehr viele Freiwillige, die dort mithelfen. Sehr viele Freiwillige. Und das sind zwei wichtige Kriterien. Wie viel nimmt eine Hilfsorganisation für die eigene Verwaltung und für die eigenen Gehälter? Ja, wenn der Anteil klein ist, ist natürlich der Spendenbetrag größer, relativ. Und wie viele Freiwillige helfen mit? Ja? Sodass man nicht nur von bezahlten Mitarbeitern abhängt. Da spenden wir also, liebe Geschwister. Ja? Für diejenigen, die nicht schlachten werden können, aus Zeitgründen oder aus anderen Gründen, weil es hier nicht einem erleichtert wird, etc. Ja? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist der kommende Montag, also das Opferfest, und so viel ich mitbekommen habe, und ich habe das recherchiert, gibt es auch keine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf auf das Datum. Ja? Alhamdulillah. Ja? Weil alles irgendwie übereinstimmt. Es gibt da keine Meinungsverschiedenheit in diesem Jahr, sollte keine Meinungsverschiedenheit auftauchen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Tage, also Montag, und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch dazu, also die Tage vom Tashriq, ja, Tashriq, dass diese Tage
Tage des Feierns sind für die Muslime. Im Sinne von, es sind Tage des Essens und des Trinkens. Und Essen und Trinken, liebe Geschwister, das macht man nicht allein. Ja? Das heißt, wir feiern auch. Wir bereiten Feierlichkeiten vor. Das heißt, liebe Brüder, ja, wir kaufen die Zutaten ein, selbstständig. Ja, und dann begeben wir uns in die Küche und backen. Und, ja. Wenn wir das nicht können, dann geben wir uns eine Einkaufsliste. Ja, und anstatt, dass wir dann die Zutat und dann zusätzlich noch gehen wir in die Stadt und kaufen sehr schöne Geschenke ein. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, beschenkt euch gegenseitig und ihr werdet euch gegenseitig lieben. Beschenkt euch gegenseitig und ihr werdet euch gegenseitig lieben. An der Stelle danke ich auch für ein Geschenk. Ja, be a warrior, not a warrior. Ja, sei ein Krieger, ja, und keiner, der sich Sorgen macht. Ja, wir kämpfen gegen unseren inneren Schweinehund. Ja, wir machen uns keine Sorgen. Wir sind, oh, was wird passieren? Nein, warum? Weil wir sind, ja, wir vertrauen auf Allah Ta'ala. In dem Sinne, ja, bekämpfen wir Depressionen und weiteres. Was ich euch mitgebracht habe, sind Empfehlungen. Zunächst einmal, ich kann es leider nicht verschenken, ich habe das jetzt ausgeliehen vom Infoladen. Dies hat eine Mitarbeiterin von einer kirchlichen Organisation bei uns letztens gekauft. Das sind Karten, ja, die Box heißt die Box des Benehmens. Und es will sie für ihre pädagogische Arbeit verwenden. Und da kommt nur eine Sache vor, die in dem Sinne also speziell muslimisch ist, ja, nämlich, dass man mit rechts immer anfangen möge. Ja, aber ansonsten lernt man einfach hier ein Mensch zu sein. Ja? Ein edler Mensch, ein Gentleman, eine Dame zu sein. Ja? Und es ist wunderbar pädagogisch aufbereitet. Das könnt ihr euch beispielsweise bei uns im Infoladen kaufen und gleichzeitig die Moschee damit unterstützen. Nun etwas aus meinem Privatleben. Natürlich gibt es dort auch für die marokkanische Wirtschaft Arganöl. Das ist eines der seltensten Nahrungsmittel, die nur in einem bestimmten Gebiet in Marokko gedeihen wollen. Ja, diese Argan-Nuss, ja, die wächst nur in diesem bestimmten Gebiet in Marokko. Ansonsten ist sie dickköpfig und will nirgendwo auf der Erde wachsen. Aber keine Analogieschlüsse ziehen, ja? Keine Schlussfolgerung. Ja? Also die Nuss hat jetzt nichts mit denen. Ja? Okay, Alhamdulillah. Das ist Olivenöl, was auch im Koran vorkommt. Und hier Kosmetika. Liebe Schwestern, erzählt uns nichts. Ja? Wir wissen, euer Schrank ist voller, ja, Cremes, Nachtcremes, Tagescremes und, ja, Gesichtscremes und Handcremes und Bodylotion und so. Und wir schätzen das natürlich auch alle sehr. Nicht, dass ihr uns falsch versteht oder dass ich jetzt gerade falsch verstanden werde. Unterstützt auch, wie gesagt, Produkte von Geschwistern. Das ist hier Bio, das ist fair, das ist umweltfreundlich und. Von unserem Bruder Abdul Hai Fadl, der mit seiner auch promovierten Schwester zusammen diese Firma Al Balsam gegründet hat und wirklich Top-Produkte liefert. Und nun etwas aus meinem Privatleben. Ich empfehle euch alle, kauft euch diesen Tiptoy-Stift und schenkt ihn 4- bis 7-Jährigen oder 3- bis 7-Jährigen mindestens. Ja? Da gibt es ganz tolle Bücher, zum Beispiel Englisch, Pferde, Straßenverkehr, Regenwald, Weltatlas. Und dort, selbst wenn man nicht gut lesen kann, das ist nämlich das Gute, oder wenn man nicht in der deutschen oder englischen Sprache gut lesen kann, weil wir 3 andere Sprachen sprechen beispielsweise, ja, meinetwegen Urdu und Pashto und Arabisch und Englisch, ja, vielleicht schämen wir uns, mit unseren Kindern zu lesen, weil wir nicht so flüssig Deutsch lesen können. Das passiert. Mit diesem Stift ist das nicht nötig, ja. Ihr schaltet so einen Stift hier an und dann geht ihr auf die einzelnen Bilder. Bismillah, ja. Dann geht ihr auf die einzelnen Bilder und wertvolle Informationen, ihr könnt viel über das Leben lernen, werden dann von einem solchen Stift wiedergegeben, ja. Das heißt, eure Kinder werden schneller schlauer als wir und das soll ja auch so sein. Tahadu, tahabu. Beschenkt euch gegenseitig und ihr werdet euch gegenseitig lieben. Lasst uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, das Schicksal hat es so eingerichtet, dass ich gestern 3 Stunden am Stück ganz alleine mit meiner Tochter hatte. Ja, der Kleine hat versucht, woanders zu übernachten, wurde dann gegen 11 Uhr zurückgebracht. 4 Jahre alt, hat es nicht ganz gepackt. Die Frau hatte andere Dinge zu tun. Und da war ich 3 Stunden mit meiner Tochter alleine, subhanallah. Wir haben die Zeit genossen. Wir haben Eiscreme, also nicht ich, aber sie, um 10 Uhr nachts gegessen und ja, schlafen gehen überzogen und ja, miteinander geredet und ja, ein bisschen gelesen. Und subhanallah, geht es nur mir so oder fehlt das in dieser Gesellschaft an sich? Oder fehlt das in unserer Gemeinde an sich? Qualitätszeit. Ja. Nicht wir sind zu Hause oder wir verbringen Zeit mit unseren Kindern. Qualitätszeit. Deswegen empfehle ich euch, dass ihr 1 oder 2 Stunden als Geschenk macht an eure Kinder und sagt, diese 2 Stunden, du entscheidest, was wir machen und ich bin bei dir und nur wir sind zusammen. Kein Telefon, keine Erreichbarkeit für andere, keine Leute drumherum. Weil es kann sein, dass wir jetzt die nächsten Tage 100 Leute sehen werden. Aber haben wir Qualitätszeit verbracht? Merkt euch dieses Wort, tragt dieses Wort. Es soll ein Wort sein, was in unserem Herzen einen Platz hat. Qualitätszeit verbringen. Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, khayru du'a'i du'a'u yawmi arafa. Das beste Bittgebet, das beste vom Bittgebet, das Bittgebet von Arafa. Das heißt, Sonntag ist ein sehr wichtiger Tag, was die Bittgebete anbelangt. Ich darf anmerken, dass es eine kleine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt. Manche sagen, dass sich dieses Bittgebet in dem Sinne auf die Pilger bezieht, die halt auch dort sind. Aber andere Gelehrte haben das anders gesehen und das ist auch eine sehr starke Meinung. Und sie haben auch gesagt, dass es in Ordnung ist oder gut ist, sich an diesem Tag, auch wenn man nicht in Arafah ist, sich in anderen Moscheen zu begeben, dort Dhikr und Dua zu machen. Und unter ihnen ist Ibn Abbas, der dies auch in Basra gemacht hat. Das ist bekannt für diejenigen, die Islamwissenschaften studieren, unter Ta'arif, von Arafah Ta'arif, diese Handlung. Und das Maximale an Ablehnung gegenüber dieser Handlung, was man aufbringen kann, ist, dass man sie nicht begeht, aber sie nicht kritisiert. Das ist die Position von Imam Ahmad, dem die Gesamtquellenlage noch zu dünn war, als dass man dies auf dieser Form so praktiziert. Aber er sagt, es ist Dua, es ist Dhikr, man geht in die Moschee. Aber ich persönlich, für mich, ich mache es nicht. Also eher, ja. Aber es ist schön, liebe Geschwister, wenn wir auch als Familie an diesem Tag in die Moschee gehen. Ja, und Dhikr machen, Dua machen, das muss auch nicht lang sein in dem Sinne. Es muss nicht so eine, ja. Damit wir spüren, was das für ein Tag ist. Damit wir spüren und auch spüren lassen, im positiven Sinne, was das für ein besonderer Tag ist. Ein Tag, an dem man in die Moschee geht, Dhikr macht und Bittgebete macht, wie es von Ibn Abbas und anderen Prophetengefährten und anderen Großen der Tabi'in überliefert ist. Das beste Bittgebet, liebe Geschwister, das Bittgebet von Arafah. Und wir brauchen alles Mögliche, wie Musa alaihi salam, der gesagt hat zu Allah Ta'ala sinngemäß, oh Allah, was auch immer es ist, ich brauche es, bitte gib es mir. Alles. Lass uns diesen übermorgigen Tag nutzen. Und wie gesagt, dass wir diesen übermorgigen Tag auch fastend verbringen. Diesen übermorgigen Tag auch fastend verbringen. Ja Allah, ja Mujib, du bist der Erfüller des Bittgebetes. Wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienmitglieder und seine Gefolgsleute, zu denen auch wir zählen wollen. Allahumma amin. O Allah, bitte gib uns Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits und bitte bewahre uns vor der Strafe, O Allah, und bewahre uns im Diesseits davor, große Sünden zu begehen und kleine regelmäßig zu begehen, O Allah.
Bitte lass uns zu den bereuenden zählen, die nach einer schlechten Tat schnell und langhaltig bereuen, O Allah, und 1000 gute Taten nachschicken. Allahumma amin. O Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben. Recht leite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, O Allah, und lasse uns dein Licht weitergetragen haben, auf das du es gesegnet hast, diese Weiterleitung, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte unterstütze die Verfolgten und die Bekriegten und befreie die Gefangenen und heile die Wunden in unserer Seele, O Allah. Heile die Wunden der Gefolterten, der Trostsuchenden. Bitte schenke uns deine Zuwendung und deine Liebe und deinen Trost und deine Beruhigung, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns geben von dem, was wir haben, sei es Zeit, sei es Geld, sei es ein Talent. Und bitte ersetze es uns und bitte stärke unseren Iman stetig. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihr beten hat. Und schenk uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht erbeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.